Hallo, jetzt kommt zu einem neuen Video. Heute soll es mir darum gehen, dass ich schon in ungefähr einem Monat wieder nach Hause fliege. Also wenn ihr das seht, ist es noch weniger als ein Monat. Und wenn ich das gerade filme, ist es noch irgendwie so, ich glaube, 5 Wochen oder irgendwie so. Ist nicht mal mehr, ich glaube noch 4,5. Oh mein Gott, das ist so komisch. Es ist so komisch. Keine Ahnung. Also heute ist der 21. Mai und ich bin am 27. Juni wieder zu Hause. Aber ich fliege halt am 24. Mai hier los. Am 24. Juni hier los. Aber ich gehe halt voll nach DC und irgendwie ist es so komisch, weil ich habe mir gestern mein Video angeguckt, das ich gefilmt habe, bevor ich losgeflogen bin von zu Hause. Es war so 22 Tage, bevor ich losgeflogen bin. Und erstmal sehe ich irgendwie gefühlt so viel jünger aus als jetzt. Also nicht so viel jetzt, aber ich kann es irgendwie schon so ein bisschen merken und ich bin auch irgendwie noch so ein bisschen, keine Ahnung, noch nicht ganz so selbstbewusst wie jetzt vielleicht. Weiß nicht, ist einfach richtig cute, auch wie ich dann da so sitze. Ich bin so, ja, ist irgendwie so komisch. Ich bin da so lange von zu Hause weg. Und ja, ich freue mich aber schon voll und ich bin irgendwie so aufgeregt und ja. Ich fand es irgendwie einfach nur total lustig und irgendwie ist es so krass zu sehen, wie schnell einfach so diese Zeit einfach umgegangen ist. Ich meine, natürlich, ich habe jetzt noch einen Monat, aber es ist jetzt irgendwie halt nicht mehr so viel. Und es ist einfach so krass, sich vorzustellen, dass ich einfach mal wieder zu Hause bin. Ich weiß gar nicht, was ich so davon halten soll. Ich bin halt so richtig, richtig sad. Vor allem seitdem so Tennis und das Ganze vorbei ist. Weil Tennis hat mir halt mega Spaß gemacht. So vor allem diese ganzen Sportarten hier. Wenn ich halt so wirklich einen Advice habe, den ich irgendwie an zukünftige Austauschschüler geben kann, dann ist es auf jeden Fall Sport zu machen. Also Sportarten jetzt nicht irgendwie, also ihr könnt auch nicht auch ins Gym gehen, das ist mir eigentlich relativ egal, aber ich meine jetzt so richtige Schulsportarten, weil das ist halt irgendwie echt, keine Ahnung, es macht halt irgendwie so voll den Unterschied, weil erstmal hat man halt die ganze Zeit irgendwie was vor und man lernt einfach so viel einfacher Leute kennen und es macht irgendwie einfach so Spaß, wenn man sitzt dann, weil so, das ist irgendwie so, wirklich so, man spürt dann da so richtig so diesen amerikanischen Schulspirit, also keine Ahnung, man fährt dann da irgendwie so mit den Bussen immer zu diesen ganzen Spielen oder zu den Matches und dann, keine Ahnung, fühlt man sich irgendwie so ein bisschen so richtig so, als würde man so voll dazugehören. Und ja, ich muss euch übrigens nochmal ganz kurz meine neue Wasserflasche hier zeigen. Die ist richtig amerikanisch. Also hier sind so diese Hydro Flasks so mega in und die machen da halt die ganze Zeit Sticker drauf. Und mir waren Hydro Flasks aber zu teuer. Die Dinger kosten $40. $40 für eine Wasserflasche. Das heißt, ich habe eine bei Marshalls gefunden. Von Adidas. Was übrigens eine deutsche Marke ist. Also dachte ich mir, passt ja zu mir als Kartoffel schlechthin. Und das hat irgendwie nur so, ich glaube, $18 gekostet, also das ging noch. Also hier, ich muss euch jetzt einmal ganz kurz meine Sticker vorstellen, weil ich echt stolz auf diese Wasserflasche bin, ja? Ja, okay. Also erstmal, das ist mein AFS-Sticker hier. Dann Chini Blackhawks von meiner Schule. Das hier ist irgendwie so ein Coffeeshop bei mir in der Nähe. Und es hat so die Washington-Dingsens. Und ja, den habe ich von meiner Gastmutter bekommen, deswegen ist er drauf. Und natürlich die amerikanische Flagge. Ja, ich bin richtig stolz auf meine Wasserflasche. Sonst nichts erreicht in meinem Leben, aber Hauptsache Wasserflasche, meine Lieben. Hauptsache Wasserflaschen. Und dass die Zeit halt einfach so vorbei ist, weil es ging halt einfach so, so schnell. Also natürlich einerseits kommt einem teilweise schon so ein bisschen lange vor, wenn man sich irgendwie so denkt, so okay, ja. Dann ist irgendwann so Oktober und man ist so, oh ja, das sind ja jetzt irgendwie auch nur so 8 Monate, ne? Aber so das Ding ist halt, diese 8 Monate, also es geht halt einfach so schnell um. Ich komme da gar nicht drauf klar. Weil so diese ganzen Sachen natürlich, also so Fußball-Season zum Beispiel, kommt mir so lange hervor. Aber was soll ich sagen? Es ist halt irgendwie so komisch, weil ich habe halt letztens schon so mein Paket nach Hause geschickt, wo es schon so ein paar Klamotten drin waren. Ich stresse schon die ganze Zeit richtig rum, dass ich meine ganzen Sachen nicht mit nach Hause kriege. Aber ich glaube, so schön wird es eigentlich gar nicht. Aber man wird sehen. Man wird sehen. Ich will da jetzt noch nicht zu viel versprechen. Aber ich bin am Überlegen, ob ich vielleicht sogar so ein Video mache, wie ich meinen Koffer packe. Weil ich dachte mir, das könnte vielleicht ganz interessant sein. Keine Ahnung, mal gucken, ich weiß noch nicht, ob ich das dann hinkriege. Vielleicht bin ich auch zu verpeilt, würde mich auch nicht wundern. Aber es ist halt irgendwie so krass, weil die letzten paar Wochen ist halt irgendwie auch so krass viel passiert. Also so zum Beispiel Prom einfach, es war einfach Prom. Es ist so krass. Also es ist mir einfach so vorzustellen, so, ja okay, Prom. Und ich war halt immer so bei anderen Austauschschülern, immer wenn ich so gesehen habe, so ja, die haben jetzt Prom. Die kommen sowieso in so gefühlt 2 Wochen nach Hause und ich bin so, ah ja, jetzt hattest du es schon so vor so 2 Wochen Prom und du bist immer noch nicht zu Hause. Ja, aber es ist halt irgendwie echt so, ich habe glaube ich noch 4 Wochen Schule, nicht mal mehr, ich glaube noch 3,5. Ja, 3,5 Wochen Schule habe ich noch. Es ist so krass einfach, wir schreiben halt einfach bald schon Finals und die Seniors, die gehen halt noch eine Woche früher. Das heißt, wir haben dann noch eine Woche so ohne die Seniors in der Schule und das wird halt auch mega komisch, weil ich bin halt in einer Seniorklasse und in meiner Französischklasse sind auch die meisten Leute Seniors und ich rede gefühlt viel zu schnell, weil das macht mich alles komplett fertig. Aber ich freue mich einfach so sehr auf Deutschland wieder auch.
Also, keine Ahnung. Natürlich, ich bin so richtig traurig, dass ich von hier weggehen muss. Mir wird das alles so sehr fehlen. Vor allem diese ganzen Sportarten und auch so ein bisschen das amerikanische Essen. Also wenigstens so ein bisschen. Ich glaube, so manchmal denke ich mir da schon, so wenn ich dann so zurück bin, so, ach ja, jetzt irgendwie so ein schönes Eis von Sitz oder so. Weil so Taco Bell oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. So diese ganzen Luxusprobleme, versteht ihr, wie ich meine? Aber ich sag euch, ich ernähre mich nachher von gefühlt nichts anderem mehr als so Brot. Und meine Gastfamilie, ich weiß nicht, ob ich das irgendwann schon mal erzählt habe, aber mein Gastvater ist in der Dominikanischen Republik aufgewachsen und meine Gastmutter kommt aus Puerto Rico. Und die essen einfach jeden Abend, ich esse also wirklich gefühlt seit jedem Abend, also so die Ausnahmen, die wir hatten, kann ich gefühlt an einer Hand erzählen. Wir essen jeden Abend Chicken and Rice, also Reis und Hühnchen. Manchmal wahlweise auch, wie sagt man das denn, Kuh. Also, ja, das ist irgendwie so gefühlt alles, was ich esse. Und ich bin so ein bisschen so, ich esse das nie wieder, ich esse das nie wieder. Aber ich habe halt auch einfach schon so mega viel geplant für diesen Sommer. Also das heißt mega viel, aber ich freue mich halt einfach schon so richtig. Weil ich mache halt meinen Führerschein und darauf freue ich mich halt voll. Auch wenn ich glaube, dass es halt mega viel Stress wird, so mit dem ganzen Unterricht und dann noch das ganze Fahren. Und ich glaube, ich kriege so 5000 Nervenzusammenbrüche, aber ich freue mich einfach so richtig darauf. Ja, einfach so Auto fahren zu können. Ich meine, wie krass ist das denn? Ich kann einfach so mit meinem Auto durch die Gegend fahren. Okay, das ist noch nicht ganz, aber wenn ich dann nachher 18 bin. Und apropos 18, Wilma wird im August 18, also am 27. August. Das heißt, Leonie und ich fliegen dann so zu ihrem Geburtstag dahin, also das Wochenende danach. Schule wird, glaube ich, auch echt richtig anstrengend. Aber ich freue mich einfach so darauf, irgendwie zur Schule gehen, und was zu lernen. Versteht ihr, wie ich meine? Weil bis jetzt, ich hänge halt so die ganze Zeit so in der Schule rum. Ich mache halt die ganze Zeit so mega coole Sachen. Also versteht mich jetzt nicht falsch. Ich werde so vor allem meine Französischklasse mega vermissen und auch so meine Spanischlehrerin so ein bisschen, glaube ich. Auch wenn Schule richtig anstrengend wird, glaube ich, weil ich ja eine Klasse überspringen möchte. Glaube ich schon, dass es irgendwie einfach ganz cool wird, so dann so meine ganzen Freunde wieder zu sehen und meine Familie. Ach, so krass, wie schnell die Zeit vorbeigegangen ist. Ich kann das irgendwie gefühlt gar nicht mehr betonen, als ich es jetzt eh schon habe. Und ich kann euch noch was sagen, das ist mir eben gerade eingefallen. Ich habe von meinem Tennis-Team zur Senior Night so einen Becher bekommen, wo mein Name draufsteht. Und den muss ich jetzt natürlich auch mit nach Hause nehmen. Und ich weiß halt voll, wie ich das alles mit nach Hause nehmen soll. Also das wird wahrscheinlich, okay, ich kann da bestimmt irgendwie einfach nur so Socken oder T-Shirts oder irgendwas rein. Ich stopfe meine Pasta schon, aber ich habe halt irgendwie noch so viele Sachen. Ja. Aber ich freue mich jetzt einfach nur so auf die letzten Wochen hier jetzt noch. Auch wenn ich glaube, das ist irgendwie richtig komisch werden wird. So, ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, wenn ich dann so das letzte Mal so durch meine Schule laufe und mich dann so auch von allen verabschieden muss. Ich glaube, es wird einfach so komisch, sich von allen Leuten zu verabschieden, einfach so zu wissen, dass man sie nie wieder sieht. Ich musste mich halt nämlich letztens schon von einer Freundin von mir verabschieden, die aus Georgien kommt. Also Anna, ich weiß nicht, wie sie kennt. Das ist auch ein paar Mal so in meinen Videos gewesen, also in meinen Vlogs vor allem. Und keine Ahnung, das ist irgendwie so komisch, weil sie ist ja wieder nach Hause geflogen, weil sie halt so Abschlussprüfungen hat in ihrer Schule halt in Georgien. Und es ist einfach so komisch, sich vorzustellen, dass sie wieder zu Hause ist. Und keine Ahnung, es ist einfach so merkwürdig. Aber keine Ahnung, es ist irgendwie auch gutes merkwürdig, aber trotzdem ist es einfach komplett komisch. Ich habe mir halt gestern so ein paar von meinen alten Videos angeguckt. Und irgendwie ist es einfach so, also weiß ich nicht, ich freue mich halt irgendwie so voll so, das alles wieder zu haben. Aber ich sehe mich halt irgendwie nicht mehr so richtig in dieser Person, die halt so, keine Ahnung, ich meine, es ist jetzt halt irgendwie auch alles schon so fast ein Jahr her und dann ist es halt irgendwie so so komisch, sich vorzustellen, so, oh ja, das bin ja ich da. Ich meine, es bin halt schon irgendwie ich, aber ich habe das Gefühl, ich habe mich jetzt schon so ein bisschen verändert, also jetzt nicht so krass. Ich habe jetzt irgendwie nicht das Gefühl, dass ich meine Persönlichkeit so um 360, nee, nicht um 360, sondern um 180 Grad gedreht habe, das glaube ich nicht so ganz, aber ich glaube schon, dass ich so ein bisschen reifer geworden bin, wenn ich Glück habe. So ein bisschen. Ja, meine lieben Freunde. Aber ich freue mich halt einfach irgendwie. Ich freue mich auf jeden Fall so auf den Sommer. Einfach so Sommer und gutes Wetter und das mit Freunden machen und irgendwie so, keine Ahnung, Tagesausflüge mit der Familie. Ja, dann bedanke ich mich bei euch auf jeden Fall fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, das ist krass. Einen Monat noch, Freunde. Dann bin ich wieder zu Hause. Und tschüss. Ich sitze heute so mit meiner roten Bluse und meine Haare sind komplett im Mess. Please don't mind that. Thank you, friends. Okay, wo soll ich anfangen?